Das ist eine Post-Credits-Szene und laut Aufnahmeplan will Victor... euch beide. Uns beide? Er weiß nichts von mir, stimmt's? Szene 121a, die zwei Alexe, Action! Hey, wie wär's, wenn wir dieses Mal ernst machen? Du kennst die Antwort. Wir sehen uns im Ziel. Oh ja, genau darauf haben wir hingearbeitet. Das Innere manifestiert, der Konflikt real, das Ergebnis unvorhersehbar. Mein bisher größtes Werk. Gerissener Gauner. Damit sind die Dreharbeiten jetzt hoffentlich beendet. Also, Victor hat mich gefragt, ob ich bei seinem Remake von Rendezvous mitmache. Der kennt wohl unser Ding aus Edinburgh. Das ist eine Riesenchance. Danke, Jungspund. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Es geht um Zwillinge, die das Verbrechen bekämpfen. Mit Autos? Super. Erzähl mir mehr! Von hier aus sind wir pünktlich zum Sonnenuntergang am El Arco. Glaubt man der Geschichte. Bei nächster Gelegenheit wenden. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, schauen wir mal in El Arco de Cabo San Lucas, ob die Landschaft zum Buch passt. Schaffst du es dahin? Also schnell? Du kannst Gedanken lesen. Thank you.
am Strand. Im Buch steht, wir haben die Statue beim Arco gefunden, wie sie im warmen Licht der untergehenden Sonne über den Pazifik hinausblickt. Ich sehe nicht. Tja, okay, holen wir uns was zum Mittagessen und versuchen es später. Ich hab ja gesagt, das ist der beste Ort in Molokhe fürs Mittagessen. Stimmt doch, oder? Wir müssen los. Bringst du uns zum Strand, bevor die Sonne untergeht? Du meinst vor der Sonne fliehen? Ja, das schaffe ich schon. Erst recht mit einer extra Portion Tres Leches Kuchen. Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto. Okay, das finde ich unheimlich. Sie ist genau da. Wie konnten wir sie übersehen? Vorhin lag ja alles noch in tiefen Schatten. Vielleicht haben wir sie nur übersehen. Aber jetzt will ich unbedingt noch mehr dieser mysteriösen Statuen finden. Hola, mi amigo. Hey, ich habe das Tagebuch immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, dass Lady Sidneys Expedition ins Landesinnere kam, aber Marcel, es ist schwer, Beweise zu finden. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Hör mal, das Dorf Molokhe, eine Oase der Ruhe. Wenn sie es nach Molokhe geschafft hat, muss die Expedition flussaufwärts gegangen sein. Es ist unglaublich. Ich bin mit dem Buch zur Escuela gegangen. Und meine Lehrer haben gesagt, dass Lady Wolverstones Abenteuer Fiktion sind. Wie Pedro Paramo oder Sherlock Holmes. Sie hat also nie Anerkennung bekommen? Sie wollte keine haben. Sie hat ihre Geschichten für ihre Enkelkinder geschrieben. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Vamos, nach Molokhe. Wir können im Stadtzentrum anfangen und dann nach außen fahren. Thank you.
Lady Sidney schreibt, dass eine Brucha, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Hey, mi amigo! Hey, Haley hat wegen der... Promo-Fotos angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass Lady Sidney Wolverstone eine der ersten Entdeckerinnen war, die Champa betreten hat. Bin schon unterwegs. In 400 Metern links abbiegen. Metern links abbiegen. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Bereit für Agua Azul? Bien. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. Okay, ich übersetze weiter. Das kalte Wasser von Aguas Dul stillte unseren Durst und beflügt. Kühlte unsere Herzen. Im Herzen des blauen Wassers fanden wir sie. Sie? Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Und im Herzen des blauen Wassers? Was soll das bloß heißen? Die Frage ist, warum wurde das Tagebuch von Lady Sidney Wolverstone als Fiktion veröffentlicht? Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht berühmt sein. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Muy bien. Fahr weiter nach Westen. Dann runter von der Straße, wenn wir in der Nähe der Wasserfälle sind. Die Bilder sind gut.
Und weißt du, weil wir Bilder haben, kann uns keiner Loco nennen, wenn wir die Statuen nicht wiederfinden. Das ist groß. Ich glaube, das ist unsere nächste Spur. Triff mich, sobald du kannst. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Bei 50 GTO ist aufpoliert. Sieh ihn dir auf der Automesse an. Wir müssen uns mal unterhalten. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Gelegenheit wenden. Dein Ziel erreicht. Ich habe mehr von Lady Sydney gefunden. Entwürfe von El Camino. Sie hat Bleistiftzeichnungen der Formation angefertigt, die ich in Valle de las Ranas gesehen habe. Und sie hat eine der Statuen skizziert. Fahr voran! Okay, also. Fantastische, in Stein gemeißelte Wesen. Und sie fand die Statue am frühen Morgen. Und pass auf! Das war nach einem Gewitter. Das ist noch eine Statue von Tlaloc. Interessant. Mal sehen, ob wir sie finden. Das Valle ist östlich von Guanajuato. Na los! Valle de las Ranas heißt Tal der Frösche. Ich fand immer, sie sahen aus wie mystische Wesen. Das tat Lady Sydney auch. Sie hat Zeichnungen davon angefertigt. Ach, stell dir das vor. Eine Entdeckerin wie Lady Sydney kam hierher mit nichts als Ganasio und Gran Amor für die Bildnis von Mexiko. Sie klingt wie jemand, den ich kenne. Jen, ja? Ich mache Fotos von Autos für das Festival. Ihr macht die Arbeit. Und mein Wagen ist viel schneller als Ihrer, oder? Wir haben etwas mehr als eine Pferdestärke. Ich glaube, ich bin auch Fotografin geworden, weil ich das Tagebuch gelesen habe. Ich wollte dieselbe Bellezza einfangen wie Sie.
Heute ist das Valle de las Ranas eines der meistbesuchten Naturwunder in Mexiko. Lady Sidney erkannte ein Wunder, wenn sie es sah. Aber im Reiseführer steht nichts von einer Tlaloc-Statue hier. Haha! Ich hab es! Ich hab keine Zeit, das zu erklären. Komm einfach her! Bei nächster Gelegenheit wenden. Metern rechts abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. Dein Ziel erreicht. Ich habe die letzten Seiten des Buchs mit den anderen Aufzeichnungen verglichen. Es ist Ekbar Lam. Das muss es sein. Lady Sidney Wolverstones Expedition führte sie nach Süden. Nach Ekbar Lam. Ekbar Lam wurde erst in den 90ern richtig erforscht. Aber wir wissen sehr wenig darüber. Forscher streiten sich sogar darum, wie viel historisch korrektes Wissen wir über die Tolteken haben und wie viel aztekische Legende ist. Warum fahren wir dann nach Ekbar Lam und nicht nach Tula? In Wolverstones Buch heißt es natürlich nicht Ekbar Lam, aber sie beschreibt es als einen großen Gebäudekomplex mit vielleicht 20 oder mehr Gebäuden. Und einem großen, ovalen Palast. Und Achtung, drei Statuen, wie ich sie auch anderswo fand. Drei? Es waren aber ziemlich sicher nur zwei. Und das ist nicht alles. Sie schreibt, die dritte, größte Statue aus dem Stein, der mir so vertraut geworden ist, lag im Süden des Komplexes, kaum sichtbar, im peitschenden Regen. Dann fahren wir, bevor der Regen aufhört. Thank you.
Hat Spaß gemacht. Aber irgendwie hätte es am Ende noch einen Schatz geben müssen. Bueno, vielleicht... Waren der Schatz die Freunde, die wir gefunden haben? Das hast du gesagt. Dann war's das? Eine Sache noch. Dem Buch zufolge nahm Wolverstone eine Jadestatue von hier mit, hat sie aber mit einer Springflut verloren. Vielleicht finde ich raus, wo das war. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Jetzt bin ich neugierig. Ruf an, ja? Hey, Superstar. Keine Zeit für Erklärung. Komm vorbei. Danke, Carmen. Geht es um das Buch? In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Route wird neu berechnet. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Scharf links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Ich hab's. Weißt du noch, die Springflut? Sie war nahe einer verlassenen Kirche am Fluss. Das muss der Tempel von Kitschula sein. Los, vamonos! Claro. Fahr zum Tempel bei Kitschula. Lady Sydney hat noch ein Wunder für uns. Und du zeigst mir, wie ein Pfarrer aus der Ruhmeshalle fährt, oder? Wurde der Tempel bei Kitschula nicht überflutet? Ich habe keine Tauchausrüstung dabei. Ay, qué chistoso. Kitschula befindet sich in einer Talaue. Aber es war sehr lange trocken. Der Weg zum Tempel ist frei. Ich nehme es zurück.
Los! Rapido! Diese Kirche ist 500 Jahre alt. Sie wurde in der Hoffnung gebaut, dass sie Zentrum. Um einer wichtigen Stadt werden. Das wurde sie aber nie. 1966 wurde der Staudamm gebaut und das Tal überflutet. Unfassbar. Wie das letzte Kapitel des Buchs, das ich als Kind nicht lesen konnte. Ich sag's nur ungern, aber ich glaube, das gehört ins Museum. Das stimmt. Weißt du, man sieht sie nicht, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt dort ist. Das glaubst du doch nicht, oder? Hier ist Frankie Beaumont. Du bist damals in einem Film in Großbritannien ein paar Stunts gefahren. Die Leute sagen, wir ähneln uns. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Dein Ziel erreicht. Immer noch wortkarg, was, Frankie? Wie unerwartet. Machen wir weiter. Impro-Szene, Suchszene, Action! Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Schleudern den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit. Impro-Szene, Suchszene, Action! Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Das ist keine Ahnung, wie das funktioniert.
Schleuder den Wagen einfach ein bisschen herum und so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit... gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Bleib auf der Piste. Da bist du genau im Bild. Wow, Frankie. Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Er hat vielleicht einen Verdacht. Ja. Wir müssen etwas vorsichtiger sein. Was soll ich Victor sagen, wer wirklich hinterm Steuer sitzt? Hm? Nein, Spaß, Frankie. Ich mach nur Witze. Gehen wir. Die Sonne geht unter, aber wir haben noch genug Zeit, um zum Strand zu kommen. Ich bin so aufgeregt. Was meinst du? Finden wir sie? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich glaube, in Mexiko steckt oft mehr dahinter, als man auf Anhieb erkennt. Los geht's!
Wusstest du, dass Sidney Wolverstone auch, wie sagt man, eine Botanista war? Eine Botanikerin, eine Naturforscherin und eine gute Artista. Du willst über die Maravillas de Mexico sprechen? Dann lies mehr über sie. Diverse Orte beschrieben, an denen Sidney Wolverstone Statuen fand. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant, denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessene Geschichte. So viel, was wir nicht über die Menschen wissen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben. Interessant. Das ist offenbar kein aztekisches Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Wohin führt der Pfad von hier? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Holy, wer hätte das gedacht? Was ist los, Ramiro? Oh nein, El Monstruo Fantasma. Der Monstergeist ist zurück. Wer? Ich schicke dir einen Link.
Das ist ein echter Klassiker. Ach, komm einfach nach Guanajuato. Pronto! In 100 Metern scharf links abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Du hast dein Ziel. Der schreckliche Monstergeist ist zurück. Jahrzehnte nach seiner Niederlage gegen El Campeón und El Forzudo. Doch ihr alter Feind ist zu mächtig. Sie brauchen Unterstützung. Und dieser Verbündete ist aufgetaucht. Es ist der tapfere Moro Loco. Dieses mächtige Duo kann den schrecklichen Monstergeist nicht besiegen. Doch jetzt greift El Forzudo in den Kampf ein. Die Tunnel sind zum ultimativen Lucha-Ring geworden. Wer wird sie siegreich verlassen? Thank you.
Dreierbündnis hat den Monstergeist besiegt! Wenn Luchadores zusammenarbeiten, können sie selbst den bösen Monstergeist vertreiben. Ich bin schon gespannt, welche Gefechte uns noch bei Lucha de Carreteras erwarten.